Ja. Alles von mir. Oh Gott. Worte, wo der Buchstabe zweimal drin ist. Der Buchstabe zweimal hintereinander oder überhaupt zweimal? Nein, insgesamt muss der nur zweimal drin sein. Karin, auch nicht dreimal oder viermal, nur zweimal. Karin Bauer. Ah, Wort, wo der Buchstabe zweimal drin ist. Katakomben. Weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist. Dinge, die jeder hasst. Kaumies. Hettich Insekt heißt die... Carmen. Nee, Kam wird mit C geschrieben. Hettich Insekt hieße sie... Kelvinchen. Was nimmst du mit auf eine Insel? Eine Kirmes. Was in Afrika fehlt? Was fehlt denn in Afrika? Muss ich das jetzt ernsthaft beantworten oder einfach so just for fun? Gott. Ein Kraftwerk. Kettenhals. Eine Mordwaffe mit. Den Buchstaben fand ich jetzt ein bisschen easy. Kaugummi. Nee, der fehlt mir. Kettenhals. Bei manchen ja. Kartoffelkanone. Gibt's wirklich? Kannst mit einer erschießen. Wieso bekommt deine Frau Mails, wenn du die dir verkaufst über PS4, weil ich eine andere E-Mail-Adresse dafür brauche? Weil ich in meinem alten Account, ich habe zwei PS4-Accounts quasi. Also zwei Sony-Accounts. Oh, scheiße, ich hab nicht mal alles, ey. Neibchen. Mann, Küchenmesser zweimal, ey, ihr Trottel. Ja, ja. Oh, Küchenmesser, aber da bin ich nicht drauf gekommen. Was? Neibchen. Kartoffelkanon. Kanonen. Ja, was denn? Gibt's wirklich? Ja, ja Kanonen. Kanonen. Ja, gut, Rechtschreibung, ja, ist gut, Kinder. Nein, so. Bin scheiß Koch. Ich habe zweimal drin. Ist Kloake, Katakomben, Kakao, Klodeckel, Kakadu. Sehr schön. Kakade. Dinge, die jeder hasst. Kacke, Kaugummis, Kaffeeflecken, Kakerlaken, Kacke unterm Schuh. Hey, bis jetzt läuft's doch hier. Obwohl, nee, Kacke und Kacke. Kaffee wird mit 2 E geschrieben. Badgy Badge. Nee, Spaß. Alles gut. So, hätte ich eine Sekte, hieß sie. Die Karneval Ultras. Kevinchen. Kirche des Lichts. Karaho Kids AG. Oh, Kinderlein Comet. Hätte ich eine Sekte, ich habe ganz gelesen, hätte ich einen Sekt, hieße er. Ja, moin. Alles klar. Aber die Antwort könnte trotzdem stehen. Ja, ja. Kann, ja, ich. Wir sind die Kevinchen. So, was nimmst du mit auf eine Insel? Kirmes? Karneval, Ulf. So eine ganze Kirmes. Ja, eine ganze Kirmes mitnehmen, Moment, nicht? Hast du ein bisschen Spaß? Ja, Leute, das ist nicht. Ja, machbar. Das war, ja, ist auch so. Gebe ich euch recht. Bisschen Kaugummi, kleiner Bügel, Kevin. Oh. Wer denn Mule? Wer ist Mule? Ich bin Mule. Ach so, süß. Danke. So, was in Afrika fehlt? Kängurus, Kraftwerk, kabelgebundenes Internet, Kohle. Warte mal, Afrika wirklich? Ist doch Kohle, ach doch, oder? Ich rede von Kohle im Sinne von Geld. Knete. Ah. Ja, das werden die wahrscheinlich alles nicht haben. Und meinst du wirklich, Kängurus fehlen in Afrika? Ja, das wäre jetzt auch meine Art bei gewesen. Ja, die gibt es auch nur in Australien, oder? Ja, aber wollte ich gerade sagen. Nee, die gibt es auch in Ungarn, fehlen, da werden die gezüchtet. Brauchen, oder reden wir vom Fehlen, dass es das da nicht gibt? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, das gibt es da nicht. Also. Ja, dann gibt's auch ein Kraftwerk. Kängurus gibt's auf jeden Fall in Afrika nicht. Kraftwerke gibt's in Afrika? Aber es fehlt. Es ist ja doppelt. Das Fehlen ist ja doppeldeutig. Ja, ein Känguru fehlt, das ist richtig, weil Kängurus gibt's in Afrika nicht, soweit ich weiß. Ja, stimmt. Aber ein Kraftwerk gibt's da, also kann man meins auf jeden Fall xen. Kabelgebundenes ja, Internet gibt's in Afrika auch, nämlich in Südafrika. Bist du dir das sicher? Und Kohle gibt's auch in Afrika. Also die bezahlen ja damit Geld, die bezahlen ja nicht mit Steinen. Also was es da nicht, so gar nicht gibt, was da nicht existiert. Ja, zum Beispiel... Oh, okay. Pinguine. Minustemperaturen. Gibt's da?
Echt? Pinguine gibt's ja. Alles gibt's in Afrika? Next round. Pinguine Afrika. Ich das ein oh, einmal bestätigen. Krass, alle. Der Brillenpinguin gibt's tatsächlich in Afrika. Ja, moin. Ja. Auf Madagaskar. Ja, der merkt das, wenn das B kommt. B. Wenn das B kommt, kotzt sich. Brillenpinguin. Okay, S, Schlagstock. Wort, Dinge, die jeder hasst. Schlangen. Hätte ich eine Sekte, hieße sie Sissi und der wilde Kaiser. Was nimmst du mit auf eine Insel? Single Malt. Wie wird Single Malt geschrieben? Weiß ich gar nicht. Was nimmst du mit auf eine Insel? Sekt. Was fehlt in Afrika? Subtropisches Klima gibt's da, ne? Stromgenerator? Ne, in Afrika gibt's Strom, Marco. Segel. Turniere. Da ja, gibt's bestimmt da auch. Ich weiß es nicht, was in Afrika fehlt. Sächsischer Akzent. Sächsischer Akzent. Oh Gott, ist das unangenehm. Hm. Hallo? Warum geht das hier nicht? Ah, genau. So, sächsischer Akzent. So, perfekt. Buchstaben mit 2S. Solar. Segel. Solarsegel. Genau. Gibt's nämlich auch, ne? Solarsegel. Ja, gibt's. Perfekt. Okay, gut. Nicht so. Ich bin so dumm, ey. Mir fällt nichts ein bei dieser Afrika-Nummer, ey. Ja, ich stand da gerade auf und auf dem Schlauch. Das ist schwierig zu sagen, was es da gar nicht gibt. Ja. Das sind ja dann schon fast eigentlich nur Tiere. Ja. Schlagstock, Schlagstock, raus. Ach, scheiße, ich bin so dumm. Ich hätte was. Ja, stimmt. So, Wort, wo der Buchstabe jetzt drin ist: Sansibar, Solarsegelsternchen. Habe ich Sternchen eingetragen? Krass. Sachsen, Salza, Samsung, Sachsen, Saskia, Sause, Sesam. Ja, moin. Ich würde das wegixen, weil das ist nicht ein Wort. Ja. Das Sascha Heibel. Alter, jetzt hast du mich voll getriggert, ey. Gibt's den eigentlich noch? Ja. Existiert der Typ noch? Ja, bestimmt. Warum getriggert? Aber Sascha Heibel, hasst ihn jeder. Ich glaube, der Marvin mag ihn ganz gern. Da unten steht es. Es ist klar, dass dir für Afrika nichts einfällt, weil du einen ganzen halben Roman dahin schreibst. Warum wird das was aber denn weggeixt? Was denn? Jetzt vermeid die ganzen Wörter. Ei, weil das nicht ein Wort ist, sondern es sind mehrere Wörter. Ja, sorry. Ja, ein Wort, da steht explizit Wort, nicht 50 Wörter, die dir einfallen. Richtig. So, Sascha Heibel, Schlangen hasst nicht jeder. Ich mag auch Sascha Heibel. Raus mit dir. Das ist mir eingefallen. Das war jetzt einfach nur, weil mir nichts eingefallen ist. Ja gut, aber Schlangen würde ich nicht gelten lassen. Ja, da kannst du auch Schule nicht gelten lassen. Das ist eine Ansicht, sag ich. Hä? Dinge, die jeder hasst. Gehen wir vom allgemeinen Konsens aus. Ich mach das jetzt so. Alles, was irgendjemand vielleicht leiden könnte. So. Ja. Ja. Ja, aber ich hab's ja noch definiert mit dem Sex. Ich steh's dran. Ja, warum? Aber vielleicht hasse ich das nicht, weil ich meinem Sexpartner den Gefallen tue und deswegen ja, liebe ich es, weil er es mag. Ja, da ist doch schon eine Person, die es nicht hasst. Genau. Okay, warte. Schau mal ganz kurz. Hallo, halt. Moment.
Dinge, die jeder hasst. Du, also du musst ja immer aus der eigenen Perspektive. Ja, aber nee. Doch, ja, aber guck mal, wenn du schon angibst, dass es irgendetwas ist, was einer machen will, der kann es ja nicht hassen, sonst würde er es ja nicht machen wollen. Ja, dann hasst es. Und somit ist jeder schon ausgeschlossen. Leck mich doch am Arsch. Du hast dir selbst ins Bein geschossen, Mann. Wir brauchen vorgegebene Kategorien. Ja gut, also wollt ihr es weg-Xen? Wollen wir alles weg-Xen? Nein, wir wollen alles behalten. Alles behalten. Okay, hätte ich eine Sekte, hieß sie St. Thomas. Der wilde Kaiser. Scientology. Die Schlümpis und die Schneckchen. Natürlich nimmt ihr eine Sexdoll mit auf die Insel. Sekt, Silbertablett, Satellitentelefon, Salz. Alter. Salz? Ja, wenn du dir so einen Fisch brätst, sicher. Also, ja, genau, stimmt. Also, ja, aus Salzwasser kommt, ne? So richtig geilem Salzwasser. Oh. Ja. Wenn nicht. Wo sind die meisten Pazifik? Ist das Süßwasser? Boah, da würde ich aber jetzt mal... Pazifischer Ozean. Die sind alle in Amerika. Oh, sächsischer Akzent in Afrika, weiß ich nicht. Da gab es ja mal deutsche Stützpunkte. Oh, Schnee ist gut, ey. Gut, Schnee gibt's in Afrika. Sauberes Trinkwasser habe ich auch überlebt, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Afrika kein sauberes Trinkwasser existiert. Doch, gibt's auch. Ja, du kannst mir auch nicht erzählen, dass es in Afrika keinen sächsischen Akzent gibt. Nee, gibt's bestimmt auch, ja. Boah, das ist doch scheiße, Leute. Ja, Mann. Können wir andere Kategorien nehmen? Irgendwie so allgemeine Dinger? Ja. Ja, machen wir. Warte. Weil ich glaube, wir können alles gegen googeln und was in Afrika fehlt und man findet irgendeinen, der Sächsisch spricht in Afrika. Ja. Was ist jetzt los? Hallo? Habt ihr denn irgendwelche Wunschkategorien? Nee, einfach so allgemeine Sachen. Nicht Dinge, die jeder hasst, sondern keine Ahnung, sowas wie... Das, was wir das letzte Mal hatten mit dem Kreativhäkchen geben und so. Ja, so ist auch gut, ja. Ja, das ist ja way richtig kacke. Aber dann sind wir ja wieder am gleichen Punkt wie jetzt auch, dass du alles auslegen kannst. Ja, aber das waren doch vorgegebene Kategorien, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ja, Kinder, ist keine Sorge. Gleich geht's los. Hier sowas wie Marken und keine Ahnung was. Worüber Frauen auf dem Klo reden. Wir können es ja auch einfach mit Stopp reinrufen machen. Habt ihr schon einen neuen Link oder was? Nee, ich bin gerade dran. Okay. So einfach nur sowas wie Mordwaffe oder Marken etc. Autos reinpackst und dann so ruft einfach einer Stopp. Wieso? Du kannst ja auch unten abbrechen. Also beenden. Ja, nee. Aber dann können alle anderen noch weiterschreiben. Oh. Ach, spielen wir OP. Jetzt. Ach so. Nee. Warte, dann gute Nacht, Marco, ne? Schlaf gut. Online. Chill. Wait, mal. Guck ich nachher mal rein. Ich, ne? Schlaf gut, Marco. Bis morgen. Abend spätestens. Peter. Ja, könnte ich eigentlich, ja. Das wäre jetzt eigentlich erst, was mir eingefallen ist, ne? Wäre easy. Ach Mann, was ist denn eine Mordwaffe, ey? Ding, die jeder hasst, ist ja immer noch drin, ne? So, einen noch, dann haben wir es. Okay, und Anzahl der Spieler, 5, Anzahl der Runden. Achso, du machst eine neue, okay. Ja, ja. Ich habe hier noch die alten Kategorien. Diese Runde endet. Also wollen wir das jetzt mit dem Stopp drücken oder mit dem Zeitlimit? Egal. Ja, Bums. Hä, aber ich bin jetzt wieder in Mordwaffe und so, ne? Ja, ich auch. Alter, ich habe doch noch gar keinen Link geschickt. Achso. Ja, das Spiel ging einfach weiter. Trotzdem gestartet, automatisch. Okay, ich mache einfach die Zeit auf 90 Sekunden runter. Gründen, Link kopieren,
Link einfügen. Marco, falls du noch da bist, sehr, sehr geil. Sieht sehr, sehr geil aus, der Ingame-Kalender. Ich gucke mir den morgen mal genauer an. Morgen früh. Weil morgen bin ich eh den ganzen Tag am PC, weil ich noch voll viel Kram machen muss. Auch für die Arbeit noch, also für meine richtige Arbeit noch voll viel Sachen erledigen muss. So, das ist jetzt der neue Link, ne? Spyfall können wir auch wegmachen, jawohl. Das ist der neue. Auch wenn das eigentlich Karneval ist, aber es erinnert mich an unsere Weihnachtsfeier letztes Jahr. Nicht vorletztes Jahr. Obst und Gemüse. Pepperoni. Oh, geht schon los. Machen wir jetzt mit Stopp oder nicht? Paderborn. Puma. Peter. Benner. Schade, ich bin fertig. Songtitel. Pretty Woman. Ich bin auch fertig. Ja, das müssen wir mit Stopp machen. Ja, das müssten wir echt mit Stopp machen. Das ist nämlich relativ easy. Stopp. Ich kann den Stopp-Button gar nicht drücken. Ist das ein ja, Songtext? Das, ich hab extra gefragt eben, Leute. Ja, Tatsache, okay. Lea, warum denkst du eigentlich, das ist unsere Weihnachtsfeier? Hier kotzt doch noch keiner in den Tagungsraum. Aha. Oh. Entschuldigung. Wenn es doch nur der Tagungsraum gewesen. War die Umkleide, ne? Ja, überall. Ach, überall. Nee, und auf dem David Blau. Ich nicht. Beziehungsweise ich weiß. Aber sieht sehr, sehr geil aus. Marco, falls du noch zuguckst, ne? Ich glaube, du bist jetzt weg, aber sieht sehr, sehr schön aus. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig geil. Kalendereintrag erstellen, wait. Dann kann man hier auf, sagen wir mal, War of the Lich King Wait hier hinzufügen oder Wait Ereignis, sehr geil. Mit, können wir das hier reinpacken? Classic. Alter, was kann man alles einstellen? Das muss ich mir komplett in Ruhe angucken. Punkte für den Wait. Wait-Leiter, das will ich auch mal, so ein internes Punktesystem, was nicht zählt, aber nur um zu gucken, wer wirklich am meisten teilnimmt und. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken, aber sehr, sehr geil. Sehr geil. Was denn? Pimki? Pimki ist Klamottenladen. Ah. Label. Bei Beleidigung ging man das jeder durch. Alter. Penis und Pimmelberg. Penner und Pimmelberg ist einfach hoch im Kurs hier. Ich komme mit den ganzen X'en nicht mehr hinterher. So, Proud Mary von. Pretty Woman von. Wer ist Alligator? Kevin bestimmt. Was denn? Nee, Pretty Woman, ich weiß nicht von wem das ist, aber es gibt das Lied auf jeden Fall. Pretty Woman. Looking down, walking the street. Na gut, ich will nur abchecken, dass nicht einfach irgendwelche Fantasiedinger auf gut Glück da reingeballert werden. Nö, nö. Hast du das wieder in Twitch hier aufgenommen, hier das Gesinge, dann machst du wieder ein Video draus, ja? Von wem ist Pounty Alarm? Nicki Minaj. Okay. Nicki Minaj. So, bestätigen. Also ich kann auch nur noch den Titel, ich muss es gerade selber nochmal nachgoogeln. Es gibt 5000 Lieder, die Paradise heißen. Soll ich dir sagen, von wem? Nein. Oh, mit Z. Oh. Capital Bra. Das ist nicht, was richtig geschrieben ist. CERN. Marke. So. Ne, Zalando werden viele nehmen. Deutscher Vorname mit Z. Zara wird niemals. Muss niemand es deutsch sein? Deutscher Vorname. Ja. Oder kann es irgendeiner sein? Oh. Es muss in Deutschland gebräuchlich sein. Okay, auf die Gefahr hin. Damit gleich wieder debattiert. Ziegen. Ja. Ich kann immer noch einen Stopp drücken. Ja, Typ. Ziegenhirte. Das ist auch eine geile Beleidigung. Nee. Ich weiß es nicht. Songtitel mit Z. Pff.
Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen CERN. Ist auch CERN richtig? Ist auch CERN ist eine Stadt in der Schweiz, ne? Ach nee, wird. Doch, ich bin ganz zufrieden mit meiner Auswahl. Nee, CERN wird mit C geschrieben, ja. Ich hab keine Ahnung. Ah, ich hab auch keine Ahnung. Der Buchstabe war voll für die Katze. So, ja. Zucchini. Haha, ihr Trottel. Ich wollte gerade noch ändern. Vor allem, keiner hat es richtig geschrieben. Geil. Was denn? Zucchini hat jeder anders geschrieben. Mega. Ja. So, da haben wir Zwickau, zwei Brücken, Zürich und nochmal Zwickau. Oh, so, Mann, Zara. Ey. Zara? Zara? Was ist Dezentes? Marmelade machen die. Okay, ich frage nur. Wieso ist denn Zara weggeixt? Ja, sind das... Ist doch das Gleiche, oder nicht? Was, wer ist denn Fly? Den Klamottenladen. Oder schreibt man den ohne H? Ich weiß es nicht. Klamotten. Den schreibt man ohne H. Ah okay, gut, aber wir meinen dasselbe. Wir meinen dasselbe, also weggeixt. Ja, ist richtig. Okay. Okay, Züricher Versicherung eigentlich, aber wir lassen mal hier, ne? Wir gerade sein. Nee. So, deutsche Vorname ist... Aber der ist also deutsch. Das ist alles kein Vornamen. So, Zacharias ist ja wohl eindeutig ein deutscher Vorname. Zwegert. Zwegert ist ja eindeutig deutscher Vorname. Ja, Zacharias auf jeden Fall. Michael, Peter, wo ist denn der Zwegert? Was ist denn Zili? Ich habe noch nie. Was? Niemand nennt jemanden Zili. Bei uns in Deutschland. Bei uns gibt es auch die Zilis. Ja. Ja, gut. Aber okay, das sind eher Spitznamen als richtige Namen. Deswegen sage ich auf die Gefahr hin, dass ihr es weggeixt. Mir ist sonst nichts eingefallen. Der Zipfi-Klotscher, der Zwingerhalter. Keine Ahnung. Niemand nennt jemand anderen, ey, du Zwingerhalter. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich wollte erst Zwangsgestörter schreiben, aber das sagte auch keine Sau. Zeig doch mal die Möpse von Micky Krause. So, Zombie, keiner Zombie. Ich dachte, Zombie wird hier von allen. Zombie. Was ist der Unterschied zwischen Zoom und Zoom? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also, ich meine, das hat Zoom gemacht. Der Zwingerhalter eigentlich nicht ausgeixt. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Ist das Zoom? Das ist Zoom. Doch, das heißt Zoom, ja, hast recht. Und was ist Zoom? Zoom. Zoom wenn es doppelt zu dem Mond. Das ist dieses andere Lied, dieses Zoom. Ah, watching in my room. Kennt ihr das nicht? Das ist Boom. Zoom schreiben. Nee, Zoom, viermal Zoom. Das ist nur wegen der Sprachbarriere in Boom Boom. Ah, okay. Weißt du? Es gibt einen Venga Boy Song, der heißt Zoom. Nee, meinst du Sing mal. Zoom. In your room. Boom. I call bullshit on that. Und warum ist mein Zoom geixt? Ey. Nicht von mir. Ey. Das ist richtig. Oh, mir fällt gerade ein Song ein mit Z. Gut.